Hier auf dem Betrieb von Peter Heinrich Andresen in Tarstedt. Andresen ist Schweinemester und hat gerade 100 Masttiere verladen, die zur Schlachtung gehen. Herr Andresen, hört man ja schreckliche Dinge über den Tiertransport, aber wenn man das hier sieht, dann haben die Tiere Einstreu. Der Fahrer ist speziell ausgebildet, auf längeren Touren gibt es sogar Wasser. Haben Sie für die Tiere erste Klasse gebucht oder warum ist das hier so anders? Das ist eine Selbstverständlichkeit in Deutschland, dass die Tiere so transportiert werden. Das Schöne ist auch, wenn dieser LKW gleich anfängt oder wenn er gleich losfährt, dann legen diese Tiere sich hin und schlafen. Die halten erstmal 3 bis 4 Stunden Mittagsstunde, dann sind sie auf dem Schlachthof. Und sie haben auch genügend Platz, dass sie alle liegen können zum Schlafen. Das ist eine ganz ruhige Geschichte. Wir haben diese Tiere vom Ferkel bis zum Ende der Mast betreut. Und wir wollen auch, dass sie zum Schluss auf dem Transport zum Schlachthof ordentlich behandelt werden und einen sauberen Transport haben.